Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Hallo, einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 22. Mai. Heute dabei Facebook, ESL, MLB, Vine, Uber, YouTube, Geoblocking und der Laptop-Bann. Fangen wir mit Facebook an. Die testen jetzt gerade app-übergreifende Benachrichtigungen. Was bedeutet das? Ja, zu Facebook gehört ja auch noch Instagram und auch der Messenger, der ist ja eine eigenständige App. Und Facebook testet nun mit ein paar Nutzern, dass man praktisch in einer App von den anderen Apps auch die Benachrichtigung bekommt, was da gerade passiert. Also nicht nur, dass in Instagram angezeigt wird, wer welches Foto geliked hat, sondern dass in Instagram dann auf einmal auch auftaucht, dass eine Nachricht von Person X im Facebook Messenger angekommen ist. Ja, ob man das so braucht, weiß ich nicht. Ob man das so will, ist nochmal eine andere Sache. Aber ich hoffe, dass wenn das kommt, was durchaus praktisch sein kann, dass man es auch entsprechend konfigurieren kann. Denn ich möchte wahrscheinlich nicht alle Facebook-Informationen in Instagram sehen. Da bin ich mir zumindest persönlich sehr sicher. Aber bleiben wir gleich mal bei Facebook. Die haben jetzt einen Deal eingetütet, besser gesagt zwei Deals, mit der ESL, der Electronic Sports League, und MLB, Major League Baseball, der amerikanischen Profiliga für Baseball. Und da geht es eigentlich darum, dass die Live-Video pushen wollen. Also die ESL und auch die MLB werden auf der Plattform von Facebook entsprechend Livestreams starten. Die ESL hat das auch unter anderem schon bei Twitch und YouTube gemacht. Und Facebook steigt nun auch ein und wird dort die Videos streamen. Bei Major League Baseball zum Beispiel werden die 20 Friday Night Games live dann wirklich anzeigen während der 2017er Saison auf der entsprechenden Facebook-Seite von Major League Baseball. Und die Spiele sind frei für alle, die in den Vereinigten Staaten von Amerika Nutzer sind oder da sitzen dementsprechend. Und das erste Spiel wird am 19. Mai schon übertragen, also in der Vergangenheit. Das war am Freitag. Also spannendes Thema. Mal gucken, ob Facebook es wirklich schafft, damit weiter dem Thema Video so ein bisschen hier Sporen zu geben, sag ich mal. Ja, anderes Thema, Twitter. Die haben ja ihren Videodienst Vine eingestellt. Und es gibt halt noch eine Plattform, wo man sich die alten Vines angucken kann. Praktisch noch ein Archiv oder ein Friedhof, wie auch andere sagen. Und da ist jetzt was schiefgelaufen. Denn die E-Mail-Adressen und die Telefonnummern von Vine-Nutzern waren zugänglich. Deswegen hat Twitter auch entsprechende Mails an die eventuell betroffenen Nutzer rausgeschickt. Das heißt ja nicht, dass wirklich damit was passiert ist. Und von Passwörtern war zum Glück bislang auch nicht die Rede. Aber, schlimm, dass sowas noch passiert. Und gerade auch, wo der Dienst noch niemals mehr aktiv ist. Also die Daten lagen wohl noch irgendwo und Twitter hat nicht aufgepasst. Deswegen solltet ihr besser aufpassen und kleiner Hinweis, regelmäßig Passwörter ändern und auch komplizierte Passwörter nehmen. Und nirgendwo immer die gleichen. Nächstes Thema, Uber. Die haben ja ganz schön Druck mit ihrem normalen Kernbusiness, also Uber als Konkurrenz zu Taxis und Co. Die haben jetzt einen neuen Dienst gelauncht und das ist nämlich Uber Freight. Das ist Uber für Truckfahrer. Also Truckfahrer in Amerika können ihre leeren Trucks so gesehen damit vermieten, wie jemand sein Auto dann dementsprechend als Taxi vermietet. Und Unternehmen können sagen, okay, ich brauche einen Truck, ich muss von A nach B was verschiffen und buchen dann über Uber ganz normal, wie wenn ich jetzt von A nach B will und mir ein Uber als normales Auto, Taxiersatz buche, dementsprechend sich dann einen Truck. Interessantes Modell. Ich glaube auch, dass da durchaus was passieren kann, dass da Sinn hintersteckt. Denn es gibt bestimmt diverse Truckfahrer, auch freie, die da Möglichkeiten haben, ihre Trucks nochmal richtig voll zu machen und Geld zu verdienen. Also, gute Sache. Und vielleicht läuft es da besser als bei den normalen Autos, bei Uber. YouTube. Die haben ja auch ein Live-Format. Wir hatten ja vorhin schon Facebook Live und Twitter hat Periscope und YouTube hat auch das Go Live. Und Go Live war erst nur für
YouTube-Nutzer mit 10.000 Abonnenten verfügbar. Diese Grenze ist im April auf 1.000 Abonnenten runtergegangen und wir stehen anscheinend kurz davor, dass die Grenze komplett fällt und damit kann dann jeder auf YouTube dann auch live gehen. Das kann ja auch jetzt schon jeder praktisch mit Facebook und auch mit Instagram und Periscope natürlich. Also ist YouTube bzw. Google, dem ja YouTube gehört, eigentlich der einzige Dienst, der noch eine Hürde hat und nicht für jeden zur Verfügung steht. So, das wird sich ändern und mal schauen, wie sich das dann wirklich auswirkt auf den Bereich von Live-Videos. So oder so, nur dass ich live gehen kann, macht ja auch noch nicht aus, dass ich wirklich ein gutes Format habe, das man live stellen kann. So schaut's aus. Anderes Thema auch, ja, Streaming, also von Live-Video zu Streaming-Video ist ja gar nicht mehr so weit. Netflix und Co. oder auch Skygo zum Beispiel, Amazon Prime. Diese ganzen Dienste, wo man ein Abo hat, die konnte man bislang ja im Regelfall nur im jeweiligen Land sehen, wo man auch das Abo abgeschlossen hatte. Also es geht hier um Geoblocking. Sprich, ich habe mein Netflix-Abo in Deutschland und als ich drüben in den Staaten war, konnte ich Netflix nicht nutzen, weil mein Konto gesperrt war. Ich konnte es natürlich umgehen, indem ich ein VPN nutze, mit viel Aufwand, aber eigentlich war es erstmal gesperrt. Ähnlich sieht es bei den anderen Diensten aus. Und da tut sich jetzt was. Denn hier ist die EU eingetreten und die haben diskutiert. Und diese Beschränkung soll wohl nun auch fallen. Sprich, man hat dann länderübergreifend Zugriff auf seinen Dienst, den man ja auch bezahlt, und der einfach definiert wird von dem Wohnort, wo ich den abgeschlossen habe. Spannendes Thema. Ab Anfang 2018 soll das greifen. Und ja, ich finde es gut, ich freue mich drauf, ich bin ja viel unterwegs. Eine andere Regel oder eine andere Sache wurde gestoppt, sage ich mal, die mir auch schon Kopfzerbrechen bereitet hat. Denn es war ja die Rede davon, dass die USA nicht nur aus Flügen aus kritischen Ländern, sondern sogar von überall und dementsprechend auch aus Europa Laptops von Flugzeugen verbannen wollte. Also man hätte dann seinen Laptop einchecken müssen oder ihn gar nicht mitnehmen, was für mich persönlich schon ein Problem wäre. A, möchte ich mein gutes MacBook nicht einfach in meinen Koffer reinpacken, der dann im Flugzeug durch die Gegend geschmissen wird. Und B, will ich eigentlich auch im Flieger arbeiten können. Und das war ja nicht nur ein Problem für mich, sondern auch für ganz viele Geschäftsleute und Firmen. Und da gab es jetzt eine Sitzung, die hat auch 4 Stunden gedauert. Und dort haben sich nun die Beamten aus der Europäischen Union und aus den Vereinigten Staaten von Amerika endlich geeinigt, dass dieser Laptop-Bann nicht auf Flügen von den USA nach Europa, Europa nach USA gelten wird. Das ist gut, das freut mich und das ist eine sinnige Sache. Und meiner Meinung nach hat das auch keine Grundlage gehabt in Sachen ja, Gefahr und Terror. Das ist absurd, das kann man auch anders regeln. Und ja, man könnte auch in einem Smartphone eine Bombe verstecken, sage ich mal. Also ich glaube, Möglichkeiten gibt es da genug. Man wundert sich eigentlich sogar, warum nicht schon was passiert ist, wenn das doch so gehen würde. Naja, nichtsdestotrotz, also Laptops können weiter mitgenommen werden, genauso wie Tablets, zumindest wenn man in Europa startet und in die Vereinigten Staaten fliegt. So, es ist einfach spät hier, ihr merkt, ich bin ein bisschen eingerostet nach 2 Wochen, aber ja, das waren die News für den Montag. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, der Motor kommt ins Rollen und wir hören uns morgen weiter. Startet schön in den Tag. Euer Achim, bis denn. Hört mehr Geek Talk.